der Preis und die technischen Daten des wunderbaren TCL Plex-Telefons. Preis und eine schnelle Überprüfung des Handys. TCL ist berühmt für seine weltweite Verbreitung, insbesondere auf Fernsehbildschirmen. Jetzt wird es auf Smartphones umgestellt, da TCL seine neuen Telefone für uns in Ägypten auf den Markt gebracht hat, um zu versuchen, das erste Telefon in dieser Klasse stark zu steuern. Der Durchschnitt, der ihr erstes Telefon in Ägypten ist, ist das TCL Plex-Telefon. Schauen wir uns also an, wie TCL es versucht. Um auf dem ägyptischen Markt bestehen zu können, verfügt das Telefon über einen Snapdragon 675 Prozessor mit einem Lochbildschirm, dreifache Rückfahrkameras mit einem 3820 mAh Akku und 18 Watt Schnellladung. Mit diesen Spezifikationen verdient es das Telefon, das Beste in seiner Preiskategorie zu sein, und verdient es, insbesondere zu kaufen, wenn Xiaomi und Realme in letzter Zeit einen großen Teil des Umsatzes dominieren. Lassen Sie uns also die vollständigen Spezifikationen des TCL Plex Telefons kennenlernen. Eine Überprüfung der wichtigsten Merkmale und Nachteile wie folgt. TCL Plex Telefon technische Daten, minus. Unterstützt UKW Radio und NFC. Das Telefon hat Abmessungen von 162,2 × 76,6 × 8 mm bei einem Gewicht von 192 Gramm. Die Haltbarkeit und Qualität der Materialien kommt vom Glas mit Aluminiumrahmen. Das Telefon unterstützt 2 Nano-SIM-Karten. Es ist kompatibel mit 2G, 3G und 4G-Netzen. Das Telefon verfügt über einen 6,53-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer FHD-Plus-Auflösung von 1080 × 2340 Pixel bei einer Pixeldichte von 395 Pixel pro Zoll und unterstützt Bildschirmabmessungen von 19,59, um größere Inhalte auf Bildschirm und Bildschirm anzuzeigen. Nimmt 90% des Vorderteils ein. Für das Telefon ist das Display mit DenxVision-Technologie kompatibel, um den Bildschirm optimal zu nutzen, sei es in Bezug auf Farben, Details oder Kontrast, oder um sogar von SDR zu HDR zu konvertieren, wobei das Display mehr als einen Modus unterstützt, Z-Augenkomfort und Lesemodus. Das Telefon verfügt über einen soliden 128 GB UFS 2.1 Speicher mit einer zufälligen Speicherkapazität von 6 GB. Das Telefon unterstützt die Möglichkeit, den Speicherplatz mithilfe einer Speicherkarte zu erhöhen. In Bezug auf die Leistung verfügt das Telefon über einen Qualcomm Snapdragon 675 Prozessor mit 11 Nanotechnologie. Dies entspricht dem Samsung Galaxy A70 und Vivo V17 Pro mit Adreno 612 Grafikprozessor. Die Frontkamera verfügt über 24 Megapixel mit einem f2.0 Objektivschlitz. Die Rückfahrkamera ist mit einer Dreifachkamera ausgestattet, während die erste Kamera mit einer 48-Megapixel-Kamera mit einem f1.8 Objektivschlitz und einem Sony MX582-Sensor ausgestattet ist, der die Hauptkamera darstellt, während die zweite Kamera mit 16 Megapixeln ausgestattet ist, ein f2.4 Objektivschlitz für Weitwinkelbilder mit einem Samsung S5K3P9SP-Sensor. Für die dritte Kamera wird eine Auflösung von 2 Megapixeln mit einem f1.8 Objektivschlitz mit einem Omnivision F0 2K Sensor geliefert, der für Isolations- und Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen vorgesehen ist, bei denen das meiste Licht gesammelt wird. Um die optimale Position für zu erhalten, nehmen Sie mit einem einzelnen LED-Blitz rechts von den Kameras und dem anderen links von den Kameras auf. Unterstützt das sekundäre Mikrofon zur Geräusch- und Geräuschisolierung bei allgemeiner Verwendung des Telefons. Das Telefon unterstützt Videoaufnahmen in 4K-Qualität mit einer Auflösung von 2160 bei einer Aufnahmerate von 30 Bildern pro Sekunde und unterstützt Bilder in FHD-Qualität mit 1080 Pixel bei einer Aufnahmerate von 30, 60 und 120 Bildern pro Sekunde. Es unterstützt auch Super-Zeitlupen-Fotografie in HD-Qualität mit 720 Pixeln und einer Aufnahmerate von 960 Bildern pro Sekunde. Der zweite. Bluetooth wird mit Version 5.0 geliefert und unterstützt A2DP, LE, AUX. Wi-Fi wird mit ABGN-AC-Frequenzen sowie einem Dualband-Wi-Fi-Direkt-Zugangspunkt geliefert. Das Telefon unterstützt GPS und andere Navigationssysteme wie RA-GPS. Sicherheits- und Schutzmittel im Telefon. Das Telefon unterstützt den Fingerabdrucksensor und befindet sich auf der Rückseite des Telefons. Außerdem unterstützt es die Funktion zum Entsperren des Gesichts. Unterstützt die meisten anderen Sensoren wie Beschleunigung, Nähe, Kompass und Gyroskop. Unterstützt 3,5 mm Kopfhöreranschluss.
Der USB-Anschluss stammt vom neuen Typ C. Der Akku verfügt über eine Kapazität von 3820 mAh und unterstützt das 18 Watt Schnellladen. Der Akku wird in einer Zweiviertelstunde aufgeladen. Das Android 9.0 Betriebssystem mit DCL-Benutzeroberfläche und einem Update auf Android 10 wurde bereitgestellt. Es gibt eine spezielle Schaltfläche für die Google Assistant-Stimme. Das Telefon ist in Schwarz-Weiß erhältlich. Nachteile von TCL Plex Mobile, minus. Die Benachrichtigungslampe wird nicht unterstützt. Die gleichzeitige Verwendung von zwei SIM-Karten und einer Speicherkarte wird nicht unterstützt. Die Akkukapazität ist im Vergleich zu anderen konkurrierenden Telefonen nicht die größte, ebenso wie die Ladegeschwindigkeit. Legacy-Betriebssysteme, während konkurrierende Telefone ein sofort einsatzbereites Betriebssystem haben. DCL Plex Eigenschaften, minus. Unterstützt 4K-Videoaufnahmen. Das Design und die Materialien des Glases sind respektabel. Der Prozessor bietet faire Leistung bei täglichen Aufgaben. Der Arbeitsspeicher ist groß und bietet Ihnen große Flexibilität beim Öffnen von Anwendungen. Das FHD Plus Großloch-Display bietet eine gute Erfahrung, aber wir hatten erwartet, dass es beispielsweise mit Super AMOLED oder einer Gesprächsgeschwindigkeit über 90 Hz geliefert wird. Öffnen Sie die TCL Plex Telefonhülle, minus. DCL T1 Plex Telefon mit vorinstalliertem Display, Ladekopf mit 18 Watt Leistung, USB Typ C Kabel, klare Hülle zum Schutz der Rückseite des Telefons, Metallstärke, Kurzanleitung, Telefongarantie. DCL Plex Telefonpreis, minus 330 €.